Die Victoria-Fälle gehören zu den größten und beeindruckendsten Wasserfällen der Welt. Der Sambesi-Fluss fällt hier über 100 Meter tief. Doch von dem gewaltigen Naturspektakel ist momentan nur noch ein Rinnsal übrig. Dass die Wassermenge an den Victoria-Fällen während der Trockenzeit abnimmt, ist lokalen Behörden zufolge durchaus normal. Dieses Jahr aber habe es einen beispiellosen Abfall des Wasserspiegels gegeben. Vor Ort ist die Stimmung bedrückt. Souvenirverkäufer fürchten um ihr Geschäft. In den vergangenen Jahren war schon ein bisschen mehr Wasser da. Doch dies ist das erste Mal, dass wir eine Trockenheit von einem solchen Ausmaß feststellen müssen. Die Trockenzeit ist normal und das Wasser wird weniger. Aber noch nie hat die Trockenzeit so früh begonnen, bereits im Juni. Daten der sambischen Flussbehörde zeigen, dass der Wasserfluss des Sambesi so gering ist wie seit 1995 nicht mehr. Dennoch zögern Wissenschaftler, allein die globale Erderwärmung als Grund für den dramatischen Rückgang der Wassermengen zu sehen. Schließlich gäbe es immer wieder Schwankungen. Entwicklungen über Jahrzehnte seien aussagekräftiger als Momentanaufnahmen einzelner Jahre. Überraschend ist allerdings, dass sich die Dürren im Sambesi-Becken häufen. Das bislang letzte Trockenjahr war erst vor 3 Jahren. Das südliche Afrika leidet bereits vielerorts unter den Folgen des Klimawandels. In Sambia herrscht extreme Dürre. Im Nachbarland Simbabwe hat die Trockenheit die schwerste Hungerkrise seit 10 Jahren ausgelöst. Millionen Menschen müssen mit Lebensmittelimporten ernährt werden. Vielerorts fehlt es auch an Wasser.